Hey Leute, willkommen zu Kerbal Space Program! Ich habe ja in meinem letzten Minecraft-Video, also in der letzten Folge von Hermitcraft, gesagt, dass ich vermutlich als nächstes Kerbal Space Program spielen werde. Und ich werde diese Serie vermutlich Build and Crash nennen, weil so wirklich gut bin ich in dem Spiel jetzt echt nicht. Fangen wir einfach mal ein neues Spiel an. Also. Ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen was, also Jahr 39. ja, ich habe halt schon ein bisschen vorher schon gespielt, aber ja, das ist halt auch schon ein Weilchen her. So, ja, Flagge habe ich schon mal im Voraus ausgewählt hier. Meine eigene Flagge mit dem Pi. Dann Sandbox, nee. Ich würde eher Science nehmen, weil praktisch, da muss man erst Teile erforschen. Aber Career mag, will ich halt auch nicht, weil da hat man Geld und man verliert auch Ansehen, wenn man zufälligerweise seine Astronauten oder wie es hier heißt, Körbonauten ins Weltall schickt und sie nicht zurückholt oder sie einfach, ja, bei irgendeiner Mission draufgehen. Ja. Verzeihung. Also Science. Weil hier hat man halt unendlich sonst was, ist halt zum Rumspielen. Science I've got it. Die ganzen ja, Tipps. Verzeihung. Ich habe es auch schon mitgekriegt. Also als erstes brauchen wir eine Kapsel, eine Raumkapsel. Und hier ist unsere Flagge. Mir ist eigentlich dieser Effekt mit dem, dass es wirklich aussieht wie eine Flagge, noch nie vorher aufgefallen. Ja, so hier, simple, einfache Kapsel, mit der fangen wir an. Dann Utility, ein Fallschirm muss natürlich auch drauf. Ich hab das Save-File nicht Let's Play benannt, oder? Egal, das kann ich im Nachhinein, glaube ich, noch umbenennen. So, und Fuel Tanks haben wir noch keine. Also noch keine Flüssigtreibstoff. Kein Flüssigtreibstoff. Aber wir haben schon mal Solid Booster. Flee. Der Flo. So, ich will nicht, dass er gleichzeitig mit dem Fallschirm gezündet wird. Und ich habe jetzt schon das schon ein paar Mal gemacht. Ups. Ich baue jetzt einfach hier nochmal drei dran, die ich als erstes zünde. Als erstes ist man, also eigentlich so als erstes die meisten, ne, eher nicht die meisten, sondern so, wer neu ist, baut halt erstmal ein so ein Ding dran und das war's. So, Communication. Yep. Ja gut. Dass man die brauche ich halt für Wissen. Ups. Ja, für Wissenschaft. Ups, da habe ich aus dem Fenster geklickt. ja. Normalerweise nutze ich lieber so bei OBS so eine Spielaufnahme, also praktisch, dass der auch nicht zum Desktop rüberschaltet, wenn das Spiel, wenn ich rausklicke, aber dass der weiter das Spiel aufnimmt, aber ja, geht bei KSP irgendwie nicht. Oder ich stelle mich einfach zu blöd an dafür. Also, das nenne ich jetzt mal, keine Ahnung. Was haben wir hier? So, ja. Mal speichern vielleicht. Keine Ahnung. Rakete 1. Ah, okay, die Save-Files hier sind offensichtlich, also die gespeicherten Raketen sind offensichtlich vom Save, von der Spiel abhängig.
Weil ich habe ja logischerweise in den anderen Spielständen, die ich habe, schon andere gebaut, schon andere Raketen. Und die habe ich halt auch gespeichert, aber die sehe ich hier halt nicht. So. Physics sind drin. So, jetzt erstmal Observe Mystery Goo. So. Stability Assist. Crew Report. Was auch immer. Stimmt. Das da hinten ist was echt Witziges. Es gibt nämlich einfach so ein paar Dinge, also so ein paar Easter Eggs. Zum Beispiel da hinten ist auch eins. Also es gibt echt ein paar echt witzige Dinge zu erkunden. So. Bringt mir etwas mehr Wissenschaft. Ja, ich nehme lieber den. Fallschirm raus. Das vielleicht auch aus. Diese Textur ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Andererseits habe ich mir die auch noch nie wirklich von unten angeguckt. Ich mache mal Time Warp an. Oh, juhu, Time Warp wird von die Physics beeinflussen Time Warp nicht mehr wirklich. Yay, EVA Report. Keep Experiment. Und jetzt will ich landen. Wieso finde ich eigentlich immer solche Grafikbugs? Jetzt ohne Witz. Was habe ich verloren? Was habe ich verloren? Das klang gerade, als wäre irgendwas. Okay, ich habe nichts verloren. Gut. Nochmal EVA. You've taken a sample of the water. It appears to dramatically increase the surface humidity of anything it touches. Krass, das Wasser macht alles nass, was es berührt. Oh, welch eine wissenschaftliche Entdeckung. Und EVA Report. Ja. Ein Raumanzug war nicht ganz notwendig, um hierher zu kommen, ne? So. Jetzt kann ich wieder rein und kann es zurückholen. Tada, 39 Science. Das reicht für. Ja, hier hat man den Tech Tree. Der, ja, ziemlich groß und es wird halt immer teurer, wie viel Science man braucht. Hier halt zum Beispiel schon 18, 20, 300. Dann hier 1000 einfach. Oder 500 hier, 1000. Dann bei den letzten. Das wird richtig krass. So, was kriege ich hier? Ein Thermometer. Nice. Die kriege ich also erst hier. Da bin ich jetzt echt froh, dass ich nicht Career gemacht habe, weil bis dahin wäre mir das Geld ausgegangen. Weil Sinn der Sache ist, mit den Dingern kann man unendlich Geld kriegen, weil eine volle Batterie kostet weniger Geld als eine. Nee, eine leere Batterie kostet weniger Geld als eine volle Batterie bringt. Heißt demnach, wenn man ein Raumschiff mit leeren Batterien baut, Solarpanel dran pappt,
Also, man mu muss ja nicht mal ein Raumschiff sein. Einfach nur ein Klotz aus Batterien mit Solarpanelen dran, die lässt man voll laden, holt es wieder zurück und zack, hat man mehr Geld als vorher. So, Survivability. Oder Stabilität. Ich glaube, ich nehme erstmal das. So. Kann ich ja mal eine neue Rakete bauen. So. Science. Wieder zwei von den Dingern. Thermometer. Ist übrigens total egal, wo man das hinpappt. Also ich weiß, dass es in der früheren Version keine Physics hatte. Ich glaube, es hat immer noch keine. Und irgendwie, ja, es macht teilweise einfach Sinn, bemannte Raumsonden zu bauen. Also praktisch einfach Raumsonden, die einfach nur im Orbit hängen und aber bemannt sind. Und der einzige Grund, warum das Sinn macht, ist, weil man halt über Raumsonden an sich nur Kontrolle hat, wenn die mit dem Kommunikationsnetzwerk in Verbindung stehen. Und über eine längere Entfernung kann das manchmal einfach nicht der Fall sein, sodass man es nicht kontrollieren kann. Was halt irgendwie dann ein bisschen blöd ist. Und deshalb, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nach hinten losgeht, was ich hier gerade baue. Das wird nie und nimmer funktionieren, aber man kann es ja mal probieren. Structural. Genau. Fallschirm, das. Ja, da sieht man mal wieder, das automatische Staging ist sowas von Müll. So. Ist die. Dann, okay. So. Und. Aerodynamics. So. Ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und nicht irgendwie komplett. Rakete 2 einfach. Ich weiß, meine Namen sind echt nicht kreativ. Das Beste sind einfach die Raketennamen, wo die Rakete einfach halt. Ich sollte vielleicht starten. Wo die Rakete halt einfach nach geplanten Mission benannt ist, ich dann sonst wo lande und ja. Also hier sieht man ein Kommunikationsnetzwerk. Wenn ich dann praktisch eine Rakete nach sonst für eine andere Mission habe, die einfach vollkommen schlecht benannt ist. Nein, nein, nein. So.
Also praktisch zum Beispiel, ich plane mit, hatte ich das irgendwie hier, Duna, der Ma Planet, der halt dem Mars entspricht. Ich wollte dahin und bin am Ende mit der Duna-Mission hier gelandet bei Eve. Oder im Grunde einfach in irgendeinem Orbit um die Sonne. Oder ich weiß nicht, wie sie hier heißt. Ich weiß es ernsthaft nicht. Report. Mystery Goo. So, mal sehen, was haben wir noch? Druck. Temperatur. Und jetzt vielleicht. So. Oh, das wird ein steiler Einflug. Ich habe so das ungute Gefühl, dass einfach die Rakete so ein ganz kleines bisschen sich erwärmen wird durch den. Naja, also ich meine, ich war nicht genau aus der Atmosphäre raus, aber. Und ich bin auch bei weitem nicht schnell genug, okay, ich bin doch. Gut, doch nochmal alles gut gegangen. Trotzdem, Time Warp ist manchmal keine gute Idee, weil es ein bisschen was mit den Physics durcheinander bringt, würde ich mal sagen. Also, das ist verbuggt ohne Ende. Und ich sollte vielleicht irgendwie mein Mikrofon irgendwo positionieren, wo ich nicht dauernd drankomme. Echt? Erst ab 15? Nee, warte. Okay, ja. Ich vergesse das immer, dass Deploy ja eigentlich nicht heißt, dass er hier rauskommt, sondern das hier so ist der Druck, ab dem er rauskommt, ab dem der Fallschirm hier rauskommt. Und das hier ist einfach nur, wo er sich komplett öffnet. Ich vergesse das immer, dass das irgendwie, ja, so rum ist. Apropos, ich kann das eigentlich runtersetzen auf 300. Das dürfte ausreichen, um dieses kleine Ding hier. Ja. Zu. Dann. Was ist der gerade? Ich glaube, das war die andere State. Das war das, was ich oben abgeworfen habe, was da gerade irgendwo neben mir runtergekommen ist. Es hat nicht ausgereicht. Dafür gibt es aber, das werde ich vermutlich noch häufig genug nutzen, Revert Flight. Da kann ich aber auch erstmal zurück ins Vehicle Assembly Building und hier zum Beispiel einen Thrust Limiter von 60 setzen, damit die nicht so stark gehen. Aber ja. Das war es jetzt erstmal für die erste Folge. Und ich gucke gerade sehr irritiert zu. OBS, weil irgendwie diese Booster hier einfach sehr, sehr verzerrt aussehen, im Gegensatz zu allem anderen, was ziemlich normal aussieht. Das sieht ganz sicher nicht so aus. Das ist ganz sicher verzerrt. Ich verstehe nur nicht, wieso nur die Dinger hier verzerrt sind. Der Rest sieht normal aus. Egal.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werde ich dann hier das mit Rakete. Ja, ich werde es einfach weiter bei Rakete 2 belassen. Da werde ich einfach hier Rakete 2 erfolgreich starten. Oh Gott. Ja. Crash and Build. Build and Crash. Ja. Erste Crash. Erste Folge. Egal. Also, bis zur nächsten Folge. Irgendwie. Moment. Irgendwie. Ach, ich mach's jetzt einfach direkt. Na dann, tschüss.